Hallo ihr und willkommen zu einem neuen Video. Kürzlich haben die Entwickler von The Sims 4 einige der wichtigsten und heißbegehrtesten Fragen geklärt, zum neuen Pack zu vermieten. Ja, und diese Fragen wollte ich mit euch heute durchgehen, damit ihr da auf dem neuesten Stand seid. Ja, vielleicht hatte jemand keine Zeit, das selber zu lesen und dann kann man das nebenbei hören und noch was anderes machen. Aber bevor es losgeht, möchte ich dir herzlich danken, dass du hier bist und dir das Video anschaust. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr so fleißig meine Videos schaut. Und falls es noch nicht passiert ist, dann lass mir gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da, um meinen Kanal weiterzubringen. Vielen Dank! So, jetzt geht's aber los. Also EA sagt, wir haben uns mit unseren Entwicklern von Zuvermieten zusammengesetzt, um einige der häufigsten Fragen unserer Community zu beantworten. Die Fragen sind den Hauptfeatures entsprechend in Kategorien sortiert. Also, das erste große Thema dreht sich um die neue Grundstücksart. Natürlich haben wir da die meisten Fragen, da ja was komplett Neues in der Hinsicht rauskommt. Wie viele vermietbare Einheiten kann es in einem Mietwohnhaus geben? Allerdings haben Sie diese Frage mit einem Video kürzlich geklärt. Ein Mietwohnhaus kann 6 vermietbare Einheiten enthalten. Also bis zu 6 eigentlich. Man kann auch weniger machen. Gibt es Cheats, mit denen sich diese Anzahl erhöhen lässt? Oh, gibt es tatsächlich? Sie schreiben ja. bb.increase Rental Unit Cap on oder off. Das ist ja cool. Ich habe nämlich schon ein Haus gebaut, was ich dann als Mietgrundstück nehmen will und vom Platz her hätte man da noch mehr Wohnungen machen können. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie das machen. Und es gibt auch ein Maximum für die vermietbaren Einheiten und zwar liegt der bei 99 pro Spielstand. Wie viele Sims können jeweils in einer Einheit wohnen? In einer Einheit kann ein vollständiger Haushalt mit 8 Sims leben. Das ist ja toll. Also wenn man mit mehreren Generationen spielt, so wie ich, dann ist das eine super Nachricht, dass man die alle so ein bisschen in der Nähe haben kann. Gibt es Ladebildschirme, wenn ich eine andere Einheit auf dem Mietgrundstück besuchen möchte? Ja, es gibt leider Ladebildschirme zwischen den Einheiten, aber Sims anderer Einheiten verwenden Objekte in den Gemeinschaftsräumen. Ja, ich denke mal, das musste man vielleicht auch machen, damit der Spielfluss nicht so darunter leidet, wenn ständig da ganz viele Sims ja auf dem Grundstück sind. Also ich meine, stellt euch vor, man kann 6 Mieteinheiten haben und man kann 8 Sims reintun. Also hat man ja dann am Ende, wenn man jetzt den Cheat nicht benutzt, 48 Sims auf einem Haufen. Natürlich stöhnt da dann schon der ein oder andere Rechner, darunter auch meiner, deswegen nehme ich mal an, haben die Ladebildschirme hinzugefügt. Wie kann ich beim Spielen einfach zwischen zwei Haushalten wechseln? Muss ich dafür zu Welten verwalten gehen? Wie immer könnt ihr auf Einheiten über Welten verwalten zugreifen, aber wir haben außerdem eine neue Interaktion namens zum Haushalt wechseln hinzugefügt. Interagiert mit Türen auf dem Wohngrundstück, um einfacher zwischen Einheiten zu wechseln. Genau, so ähnlich gab es ja das auch schon für die Häuser. Kann ich Hochhäuser wie in Großstadtleben bauen? Ihr werdet euch weiterhin an die bestehenden Baumodusregeln halten müssen, einschließlich der Anzahl der Etagen und die Wandhöhe. Also man kann wahrscheinlich das schon bauen, aber natürlich nicht so, wie es in Großstadtleben ist, nehme ich mal an. Man kann aber schon sicher das ein bisschen zweckentfremden, würde ich mal behaupten. Aber das sehen wir dann, das ist jetzt keine Aussage von mir, das ist jetzt nur Spekulation. Wo kann ich keine Mietwohnhäuser bauen? Im Hafengebiet von Sulani, auf Penthouse-Grundstücken und in Urlaubswelten und auf versteckten Grundstücken von Dschungelabenteuer, Barto oder Outdoor-Leben. Ah, okay, also kann man das nicht überall tun. Kann ich Apartments aus Großstadtleben oder nachhaltig leben in die neuen Mietwohnhäuser umwandeln? In zu vermieten sind Mietwohnhäuser eine brandneue Grundstücksart mit nie dagewesenem Gameplay. Bestehende Apartments in Großstadtleben und nachhaltig leben bleiben einzigartig und unabhängig von der neuen Grundstücksart der Mietwohnhäuser. Allerdings können die Mietwohnhäuser auf Grundstücken in diesen Welten gebaut werden und bieten so noch mehr Möglichkeiten und Vielfalt. Kann ich auf einem Penthouse-Grundstück von Großstadtleben ein Mietwohnhaus bauen? Penthäuser sind besondere Grundstücke, die mit dem Schauplatztyp nicht funktionieren. Penthäuser und ihre Funktionalitäten
bleiben mit den Hinzufügen von zu vermieten unverändert. Also bei diesen Sachen ändert sich wohl nichts. Finden auf Apartmentgrundstück neue Mietwohnhaus-Events statt? Wir haben die neue Grundstücksherausforderung Wartungsprobleme hinzugefügt, die auf allen anderen Grundstücken platziert werden kann. Die neuen Wartungsereignisse funktionieren standardmäßig jedoch nur in Mietwohnhäusern. So, das nächste Thema dreht sich um die Immobilienverwaltung. Kann ich mit diesem Pack weitere Betriebe besitzen? Ihr könnt weiterhin Betriebe aus anderen Packs besitzen und gleichzeitig Eigentümer von Mietwohnhäusern sein. Dieses Pack enthält keine neuen Betriebe. Gibt es Gameplay im Zusammenhang mit dem Wassererhitzer oder den Klimaanlagen? Funktionieren sie auf Grundstücken, die keine Mietwohnhäuser sind? Ja, es gibt Gameplay im Zusammenhang mit dem Wassererhitzer, dem Verteilerkasten, der Klimaanlage und den Heizkörpern. Für einige dieser Geräte gibt es zusätzliches Gameplay, wenn sie zusammen mit Jahreszeiten benutzt werden. Diese Geräte funktionieren auf allen Grundstücken, aber wenn sie auf Grundstücken für Mietwohnhäuser benutzt werden, können sie entweder in den einzelnen Einheiten benutzt werden, wenn sie denn darin platziert werden, oder für alle Einheiten, wenn sie in einem Gemeinschaftsraum platziert werden. Kann eine Einheit in einem Mietwohnhaus ein Betrieb, Schauplatz bzw. Grundstück sein? Mietwohnhäuser sind an für sich bereits Betriebe und können nicht mit anderen Betrieben kombiniert werden. Also diese Frage wird mit Nein beantwortet. Du kannst zum Beispiel kein Restaurant und ein Miethaus kombinieren. Aber man kann beides einzeln besitzen, das haben sie ja weiter oben geklärt. Werden Sims durch Schimmel in Zombies verwandelt? Also das haben wir ja im Trailer gesehen, wo ja der eine Mann da voller Pilze war und scheinbar auch gestorben war oder so. Gameplay, das mit Schimmel zusammenhängt, sowie damit verbundenes Ableben bedarf eurer Zustimmung und ist einfach zu vermeiden. Diese neue Art des Ablebens und die neuen Geister sorgen nicht für eine Zombie-Epidemie. Okay. Mehr wollen sie wohl nicht verraten, was auch gut ist, dann haben wir nämlich noch was zum Entdecken. Näher denn je. Werden Sims von alleine eigenständig herumschnüffeln? Wenn Sims das Merkmal neugierig haben, werden sie andere Sims beobachten, aber keine Geheimnisse lüften. Aha, gelten herumschnüffelnde Sims als Einbrecher? Wird die Musik für Einbrecher abgespielt? Das berühmte Erlebnis um einbrechende Sims raubt uns mal wieder den letzten Nerv. Herumschnüffeln und das Lüften von Geheimnissen unterscheiden sich jedoch ein wenig davon. Kombiniert ihr das allerdings mit dem kleptomanischen Merkmal, sorgt ihr für lustiges und interessantes aktives Gameplay. Das ist ein guter Hinweis, ich frage mich, was dann passiert. Das müssen wir ausprobieren. Lebendig und schön. Wie viele neue Grundstücke gibt es? Es wird 2 Nachbarschaften geben und ganze 9 Grundstücke. Ja, aber auch schon wie bei den letzten paar Erweiterungspacks zuvor. Keine sehr großen Grundstücke, warum auch immer. Ich persönlich vermute ja, weil ja die ganz großen Grundstücke bei manchen Spielern für Probleme sorgen, dass man da jetzt eher auf kleinere setzt. Aber es ist ja egal, wir haben ja trotzdem ganz viele Grundstücke zur Verfügung. Und zwar dürfen wir auf Grundstücken von verschiedener Größe Mietwohnhäuser bauen. Und zwar 2x20x15. Dann gibt es 3 Grundstücke mit 20x20, 2 mit 30x20, 1 was 30x30 ist und das größte, und davon gibt es auch nur 1, ist 40x30. Aber wie gesagt, warum das so ist, das haben die Entwickler nie verraten. Naja, weiter geht's. Kann jeder Sim auf jedem Grundstück Geheimnisse lüften und herumschnüffeln oder geht dies nur in Mietwohnhäusern? Ja, das steht für alle Grundstücke zur Verfügung, nicht nur für Mietwohnhäuser. Gute Nachrichten für unsere neugierige Sims, sie müssen dafür keine Mietwohnhäuser beziehen. Wir können auch so herumschnüffeln. Welche neuen Tiere gibt es im Tierschutzgebiet? Ist es ein Rabbit Hole? Das Tigerschutzgebiet in Tumarang ist eine Rabbit Hole Aktivität für Sims. Während eure Sims ohne euch Abenteuer erleben, trefft ihr die besten Entscheidungen für sie, um spannende neue Belohnungen und freischaltbare Objekte zu verdienen. Genau, das kennen wir auch schon aus den letzten paar Packs.
Oder den Höhlen, die man ja teilweise nicht mit Sim zusammen betreten kann. Himmel und Hölle und Murmelspiel. Für welche Altersgruppen sind diese Aktivitäten gedacht? Nur für Kinder? Das Murmelspiel ist speziell für Kinder gemacht, aber eure Sims können immer noch Murmeln sammeln, nachdem sie erwachsen geworden sind. Himmel und Hölle wurde zwar für Sims im Kindesalter designt, kann aber auch von Teenagern oder älteren Sims benutzt werden. Okay, also aus diesen Aussagen schließe ich, dass erwachsene Sims nicht mehr mit Murmeln spielen können. Ja, macht ja auch wenig Sinn, die wenigsten würden das vermutlich tun. Und sammeln können sie aber weiterhin. Himmel und Hölle gibt es auch für Ältere. Kann ich mit Booten oder im Tuk-Tuk fahren? Nein, Boote und Tuk-Tuks untermalen nur die Atmosphäre. Sie können also nicht benutzt werden. Leider. Ja, das war's soweit auch wieder mit diesen Neuigkeiten zum neuen Pack, was ja am 7. Dezember erscheinen wird und 39,99 Euro kosten wird, falls ihr euch das kaufen mögt. Es gibt auch wieder drei Gratis-Objekte, die ihr bekommen könnt, wenn ihr das Pack innerhalb einer gewissen Zeitspanne kauft. Aber keine Sorge, ihr habt jetzt noch ein paar Wochen Zeit, ihr müsst es nicht unbedingt vorbestellen, um die Objekte zu erhalten. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe auch schon ein Haus vorbereitet, was ich zum Mietwohnhaus machen möchte. Habe ich zwar jetzt extra nur für 6 Mieteinheiten gemacht, aber ich überlege gerade, ob ich noch mehr reinmache. Ist ja doch schon viel Fläche, was ich da für die ganzen Wohnungen noch habe. Sonst wäre der Gemeinschaftsraum etwas groß. Aber ja, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich sehr darauf und ich werde es auf jeden Fall spielen und auch Videos dazu machen. So viele wie ich kann. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, um eure Neugier zu stillen. Und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen ganz, ganz schönen Tag. Viel Spaß, falls du jetzt selber spielen gehst oder einfach andere Videos deiner Wahl anschaust. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.